Hey Leute, dieser Moment, wenn man sich ewig schnell beeilt mit Staubsaugen, man erst vor einer halben Stunde so angefangen hat und ewig Vollgas gibt, weil gleich der Bachelor in Paradise kommt. Also Bachelor in Paradise, ich freue mich mega, ich gucke das so gerne. Und ich muss noch Müll rausbringen und mich jetzt voll beeilen. 15 Minuten geht's los, yay, wer guckt es auch von euch? Ich bin auf jeden Fall richtig fertig von der Arbeit, platt, müde, fertig, ja. Immer wieder das Gleiche mit mir, aber ich lag vorher noch auf der Couch. Die wollten nichts machen, aber Schweinehund habe ich jetzt besiegt. Das sollte heißen, Schweinehund habe ich jetzt besiegt. Jetzt muss ich den Schweinehund wegen dem Müll rausbringen, besiegen. Das kriege ich hin. Also es geht bald los. Ich melde mich vielleicht nach dem Bachelor und in der Pause. Mal gucken, was ich euch erzählen kann. Bis später, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ey Leute, Männer können echt scheiße sein, ne? Dieser Christian, oh Mann, jetzt plötzlich sagt er, oh, er will gar nichts Ernstes und so, aber ein bisschen rumknutschen mit ihr kann er ja natürlich. Ey, die Saskia tut mir echt leid, also an diejenigen, die das anschauen. Ich sollte mich beeilen, weil es geht gleich weiter und ich muss noch zu Ende staubsaugen im Wohnzimmer. Und dann schon mal esse ich mir Baguette in den Ofen. Ich habe so leckeres Knoblauchbaguette. Und dann mache ich mir einen chilligen Abend heute. Aber gut, dass es Frauen gibt, die genauso schnell Gefühle entwickeln wie ich. Ich bin auch so jemand, wenn man gut aussieht, gut küssen kann und nett zu mir ist und süß und charmant und Interesse zeigt, dann bin ich Feuer und Flamme, so bin ich. Also ihr Lieben, ich werde jetzt ganz schnell staubsaugen und nachher mache ich noch ein bisschen Workout-Fitness. Ich muss noch meinen Kleiderschrank aufräumen. Oh Gott, das will ich schon seit Ewigkeiten machen. Ich habe keine Lust. Ich bin einfach so ein Faulpelz. Also bis später. Ciao. Hey, jetzt geht's Insta wieder. Manchmal spinnt es einfach volle Kanne. Ich bin so fertig und ich habe kein Workout gemacht, Leute. Ich sage einfach mehr Realität bei Instagram. Ich könnte heulen, weil ich mich so platt fühle. Naja, nicht, dass ihr denkt, oh Gott, was geht bei ihr? Sie heult deswegen. Nein, ich bin doch irgendwie erkältet und irgendwie habe ich doch irgendwie irgendwas mit Pollen und ich habe keine Ahnung, was ich habe und ich könnte einfach heulen, weil die Tränendrüse drückt, weil ich hier total alles zu hab und scheiß Pollen und irgendwie fühle ich mich angeschlagen und abgeschlagen und fertig und ausgebrannt und ich brauche Urlaub. Gott sei Dank habe ich nur noch 2 Wochen, habe ich Urlaub. Dieses Chaos hinter mir, das wollte ich schon seit gefühlt Tagen wegräumen und meine Haare gefallen mir wieder mal nicht. Aber scheißegal, morgen wasche ich sie, ich habe heute keine Lust und ach, ich hab irgendwie auf gar nichts Bock gerade. Ah, jammern auf höchstem Niveau, Leute, mein Pony, Mann. Da hinten, dieses Chaos, das wollte ich schon längst in die Küche räumen und das Chaos da hinten auch, das muss alles in die Küche rein. Ich habe keine Lust, oh Mann, das ist echt schlimm. Und mir ist irgendwie den ganzen Tag so warm, so schwül, so komisch und ich fühle mich irgendwie gar nicht so wohl in meiner Haut und ich habe 1 Kilo zugenommen, wow, man sieht es nicht, aber ey, meine Bikini-Figur, was ist los? Wisst ihr, ich sage immer, steht zu euch, liebt euch, wie ihr seid, mögt euch, wie ihr seid. Ich mag mich, wie ich bin, auch wenn ich ein bisschen zugenommen habe. Ich habe hier auch so einen scheiß Pickel, Mann. Ey, was geht gerade bei mir ab? Ich komme gerade nicht drauf klar. Aber eigentlich stört mich nicht so mein Aussehen aktuell. Wegen diesem einen Pickel werde ich jetzt nicht rumheulen. Oder weil ich jetzt gerade nicht geschminkt bin oder keine Ahnung, wegen den Augenringen. Nein, sondern eher mein seelisches Befinden. Ich meine, dass ich los bin und nicht auf wirklich auf viel Bock habe, das wisst ihr ja, Leute. Aber es ist gerade echt richtig schlimm und heftig. Und heute wollte eine Freundin was machen. Es tut mir leid, Julia, dass ich nichts machen wollte, konnte. Ich bin einfach so fertig. Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich so eine Jammerheuse bin. Ich sage zwar immer, ich habe keine Lust, ich bin fertig und bla, aber ich habe auch lustige Stories und ich bin meistens gut drauf und habe gute Laune und ich versuche wieder gute Laune zu kriegen. Ich versuche es wirklich. Na, 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 ich kann nicht singen. Oh Mann, das Lied ist voll geil. Das ist von Sergei Lazarev, ein russischer Sänger. Oh Gott, er sieht so gut aus. Ich versuche mir gerade gute Laune zu machen. An diejenigen, die meine Story schon länger verfolgen, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, ich bin eigentlich nicht so drauf, wie ich gerade drauf bin. An die neuen Follower, an die neuen Verfolger, wie auch immer, Leute, schaut euch meine Stories an, meine Story-Highlights.
Ich will damit nur sagen, bei meinen Story-Highlights, da habe ich alle möglichen Themen. Da seht ihr, was für eine verrückte Nudel ich bin und dass ich eigentlich immer lustig und crazy drauf bin und total immer wieder andere Themen habe, über die ich spreche. Und ja, wer möchte, kann sich die gerne anschauen. Und ihr wisst ja, Leute, nach dem Regen, da folgt auch wieder die Sonne. Ich versuche wieder gut drauf zu sein. Was ich euch letztendlich sagen wollte, ich wollte eben mehr Realität bei Instagram, deswegen habe ich euch das gesagt, dass ich keinen Sport gemacht habe und das. Dass ich mich halt aktuell so fühle, wie ich mich fühle. Und ja, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Ich müsste eigentlich voll glücklich sein, weil ich wieder mit einer gewissen Person Kontakt habe, die meine Story gar nicht schaut, aber egal. Themawechsel. Eigentlich wollte ich jetzt keine so mega lange Story machen, aber die wird wahrscheinlich wieder voll mega lang. Ich bin dafür ja berühmt. Berühmt, berüchtigt, wie auch immer. Ihr wisst Bescheid, ihr Lieben. Oh mein Gott, ich sollte schlafen gehen. Ich bin platt. Auf jeden Fall wollte ich mal fragen, ob ihr das auch kennt. Freunde, die was mit euch machen wollen und ihr habt einfach in diesem Moment gerade keine Lust, was zu machen oder ihr seid müde oder fertig oder ihr wollt einfach nur für euch sein. Es ist ja nichts gegen eure Freunde und ihr wollt einfach alleine sein. Es gibt Menschen, die das verstehen und es gibt Menschen, denen fällt der Dach. Oh Gott. Der Dach, genau. Der Dach? Das Dach? Das Dach auf den Kopf. Oh Mann. Das hätte ich jetzt auch löschen können, aber ihr wisst ja, real und so. Also noch einmal, es gibt Freunde, die verstehen das. Und dann gibt es Menschen, denen fällt das Dach auf den Kopf, wenn die nicht rausgehen und mit anderen Freunden was machen. Die können nicht alleine sein. Und ich bin Gott sei Dank die erste Sorte, ich kann allein sein. So, ihr Lieben. was wollte ich jetzt sagen? Oh Gott, ey, mein Kopf heute. Was wollte ich denn jetzt sagen, ihr Lieben, bevor ich noch länger irgendwas erzähle und meine Grammatikkatastrophe ist? Werde ich mich auch schon wieder von euch verabschieden, ihr Lieben. Die Story ist, denke ich, lang genug und viel Mehrwert bietet sie euch leider nicht. Tut mir leid. Ich guck mal, was ich die nächsten Tage für Stories mache. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Schlaft gut, träumt schön. So, mir ist noch was eingefallen. An diejenigen, die meine Stories scheiße finden, blöd, langweilig, nicht interessant. Leute, da oben ist ein X. Ihr klickt einfach weg. Ihr entfolgt mir oder ihr folgt mir gar nicht oder ihr guckt meine Stories nicht. Ihr müsst sie nicht schauen. Ich wollte nur diesen Personen eine kleine Hilfe geben oder auf die Sprünge helfen, wie ihr mir entfolgt. Oder wenn ihr was scheiße findet, es mir bitte nicht schreibt, sondern einfach meine Story nicht schaut. Ich habe die Inspiration. Oh Gott, Mann, Inspiration. Ich habe die Inspiration. Ich wurde inspiriert von Dat Julschen. Ich verlinke sie jetzt. Die hat es heute nämlich. Hat es nämlich in ihrer Story heute thematisiert, dass eben gewisse Leute immer irgendeinen Scheiß schreiben müssen, dass die Haut scheiße aussieht oder das scheiße aussieht oder das Outfit oder ihr Essen sie nicht interessiert oder. Und sie hat dann einfach gemeint, dass. Ja, und sie hat halt gesagt, wenn sie was zum Beispiel nicht interessiert, ob jetzt auf der Straße unterwegs, wenn sie Menschen sieht und sagt, das gefällt mir nicht oder den findet sie scheiße, dann entfolgt sie die Person einfach. Dann sie spricht die Person darauf nicht an. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Ihr wisst ja Bescheid. Ich sag auch immer, wen was nicht interessiert, wer mich nicht mag, blöd findet, dumm, langweilig, ätzend, was auch immer, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ihr müsst meine Story nicht schauen. Nur wer möchte, ich zwinge niemanden. Jetzt, wie gesagt, nochmal sagen. Ich finde, da hat Dat Jul schon vollkommen recht und ich denke genau wie sie. Und wenn man halt nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man halt einfach es lassen. Ich meine, sie sagt halt immer einfach mal die Fresse halten. So in der Art meine ich es auch ein bisschen netter, aber ihr wisst Bescheid. So, ihr Lieben, jetzt aber richtig. Ich wünsche euch eine gute Nacht, träumt süß, schlaft schön. Morgen ganz tollen Tag. Und ja, ich hoffe, dass die Arbeit schnell vorbeigeht und ihr eure Zeit nutzen könnt sinnvoll. Ciao, ciao. Na toll, ich will schlafen gehen. Hört ihr das? Ernsthaft, ich will schlafen, Mann. Wie soll ich denn bei dem Scheißkrach schlafen? Ich hasse Gewitter. Wer hasst Gewitter auch?